So, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Minecraft-Special hier auf diesem Server. Ja, was steht an? Ihr habt es garantiert schon im Titel gelesen. Wir werden jetzt mal eine gewisse Person hier ärgern auf diesem Server. Ich gucke nochmal, ob ich alles dabei habe. Check. Ja, perfekt. Ich glaube, ich nehme auch auf dem nach unten Weg ein bisschen mehr Dirt mit. Den haben wir ja in Massen. So. Dann gucken wir mal, dass das Ganze hier relativ gut über die Bühne geht. Ich habe hier zur Not ein paar Tränke mit dabei für den Fall, dass sich betreffende Person doch noch einloggt, aber ansonsten lassen wir den Mad Doktor mal schön seine Arbeit hier verrichten. Ja, ihr habt richtig gehört, der Mad Doktor. Der sucht dich heim, Matty. Oh ja, der freut sich schon richtig hier. Der ist ganz rallig hier. Wie so ein richtiger, genialer Rally, der hier vom Scully alles geklaut hat. So. Ja, auch das Trollen hat er geklaut. So, es laggt jetzt zwar ein bisschen. Es liegt irgendwie am Texture Pack momentan. Das muss ich bei Zeiten nochmal beheben. Aber das kriegen wir schon hin. So, und der LL-Link ist auch noch auf dem Server. Also, nur falls ihr euch wundert, wer da noch so ist. Aber der Herr Mettbaron, der ist gerade offline. Also spricht der Herr Zenitora. Das sollte auch jetzt so bleiben erst einmal, denn ich möchte nicht, dass er Wind bekommt von dem Ganzen. Ich habe es zwar angekündigt und ich weiß nicht, ob er nachgeguckt hat. Ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall geschickter sein als beim letzten Mal, was ich ihm dahin gepflanzt habe. Das waren ja nur ein paar Schilder gewesen. So, aber da der Herr Zenitora auch ein Freund des Trollens ist, dachte ich mir mal, na komm. Wenn wir schon hier so großartig tun, und ich danke dem Huhn für das Ei übrigens, weil das werde ich auch noch gebrauchen für eine ganz besondere Vorrichtung von dem lieben Herrn. Ja, wenn er sich immer so clever wägt und denkt, ja, er kann es doch anderen so schön heimzahlen. Nun ja, wer anderen eine Grube gräbt, ihr wisst ja, wie das ist. So, dann zeigen wir hier auch gerade mal einen schönen Schleichweg, wie man zum guten Herrn Mettbaron ganz leicht kommt. Ich könnte mich natürlich auch einfach hochdörten, aber das wäre zu langweilig. So. Jetzt müssen wir ganz leise sein, damit uns der Herr Mettbaron nicht erwischt hier. Der hat nämlich die Angewohnheit, dass er sich ausgerechnet zu den Zeiten, wo man ihn trollt, dann tatsächlich einloggt. Und hier ist, glaube ich, noch vom letzten Mal so ein netter Wasserfall. Den nutzen wir gerade auch mal. Futter haben wir genügend dabei, zum Glück. Ich habe noch einen Regenerationstank dabei für den Fall, dass er uns irgendwie runterschießt. Ich glaub's ja zwar nicht, aber sicher ist sicher. Und dann noch unsere Geheimwaffe, ein Unsichtbarkeitstrank neben Feuerresistenz, falls er es tatsächlich mit dem Feuerzeug versucht, seiner geliebten Waffe. Ich mag übrigens das Feuerzeug auch sehr gerne, aber das wird ihm nichts nützen gegen mich, den Emperor Farfall, der mit allen Wassern gewaschen ist und mit jedem Wasser hier hochkommt. So, hier ist so oder so ein bisschen Ödland. Also machen wir mal diesen Weg hier. Es wird Nacht. Das ist gut. Das macht das Ganze nämlich ein bisschen spannender. Ich kann jetzt nur nicht ins Bett gehen, wenn der liebe Herr LL Link mich fragt. So, mal gucken. Gott, allein das hoch. Ah, verdammt, und ich hätte mir vielleicht eine Spitzhacke mitnehmen sollen. Zumindest eine Steinhacke hätte ich mir mal holen können. Wer weiß es immer im Nachhinein besser. So. So, ja, hier seht ihr, das war noch von den letzten Trollversuchen. Ich bin froh, dass ich mir noch ein bisschen Erde mitgenommen habe. Weil sonst wäre das Ganze hier etwas weniger gut ausgegangen. So, warte mal. Wir sind aber gleich an der Oberfläche. Ja, perfekt. Sind wir schon oben? Wir sind oben. Okay. So. Zenitora. Ach, da hätte ich ja gar nicht meine Redstone-Konstruktion mitnehmen müssen. Ach, wie gut. Ich hätte nämlich meine klassische Redstone-Brücke, die ich letztens mir mal gebaut hätte, ansonsten genutzt, um hier rüber zu kommen. Aber wenn hier schon ein Weg ist, dann nutze ich den natürlich freundlich. So, und jetzt zum eigentlichen Vorhaben. Ach Gott, ach Gott. So, dazu trinken wir mal einen Trank der Unsichtbarkeit, da, bevor uns hier irgendwas in die Luft jagt bei Nacht. Das soll ja mal so vorkommen.
Jetzt sind wir erstmal unsichtbar. Moin! So, jetzt schauen wir mal, was wir hier so alles schön anstellen können. Und das Schöne ist, wenn der Herr Zinitore jetzt online kommt, er wird mich gar nicht sehen erst, ja? Wir machen das ganz, ganz clever hier. Wir müssen erstmal hierfür ein bisschen Grünzeug sorgen, weil ich finde, der gute Herr, der lebt hier ein bisschen karg und so und ja. Ach, das ist doch schön hier. So, dann schauen wir mal. Ein Bäumchen. Oh, ich habe das Knochenmehl. Ah. Tatsache, ich wusste doch, ich habe irgendwas vergessen. Egal, das wird aber auch so alles wachsen und. Ah, gut. Muss man halt ein bisschen improvisieren. Okay, ich bin auch nicht mit allen Wassern gewaschen. Ich gebe es dazu. Das ist ein bisschen Fell jetzt gerade, aber geil. Wenn man schon mittendrin ist, dann sollte man jetzt noch nicht aufhören. Weil ich meine, ich habe die Aufnahme jetzt nur für euch gestartet hier. Und das ganze Hochdörten, das ist ja auch kostspielig und so. Und so, ich finde, ja, ich finde, er kann ein bisschen Nahrung gebrauchen, der gute Mann. Also, ich habe ja so viele Samen über, das muss ich ja sagen. Dann machen wir doch gerne mal eine kleine Samenspende hier. So, moin. Ja, ein bisschen backen, tue ich auch. So, mein guter Herr. Hoffen wir mal, dass der Weizen hier gut wächst hier bei den Temperaturen. Das wird er wahrscheinlich nicht, weil das Wasser fehlt, aber das ist egal. Für unsere Zwecke langt das erstmal. Hat er hier auch mal seine Joschka-Farm? Ach, was bin ich gemein, was bin ich gemein. Das tue ich dem guten, lieben Let's Player an, den ich doch so viele Kommentare schreibe und so. Aber ich meine, er ist selber schuld, wenn er die Leute dazu anregt. Also er hat mich jetzt zwar nicht dazu angeregt, hier jetzt direkt seinen Grund und Boden zu verunstalten, sonst wäre das Trollen vollkommen witzlos, ist klar. Aber ich dachte mir mal, komm. Nur um ihn mal zu zeigen, wie das so ist hier. So. Passt noch hin? Ja, perfekt. Okay, sehr schön, sehr schön. Gut, dann muss das ganze Zeug ja noch wachsen. Und ja, der gute Herr Zinitora, wie ihr vielleicht auch bemerkt habt, der war schon lange nicht mehr hier. Das ist aber auch wirklich eine Schande. Weil schaut mal, was er hier für Lianen alles und dergleichen hat hier. War schon lange nicht mehr hier gewesen. Muss mal einen Gärtner rufen, der gute Mann hier. Das ist ja unlaut hier. So. Ach, das funktioniert auch hier an den Klippen ganz gut. Ach, und hier an dem Turm auch noch ein paar. Und hier an der Farm. Moin, Creeper. Na, siehst du mich? Nee, siehst du nicht. Oh ja, ich fühle mich wie ein richtig böser Wissenschaftler. Auch wenn richtig böse Wissenschaftler zwar was anderes machen als Leute trollen, aber hey, das ist mir jetzt gerade momentan schnurzegal. Oh. Ich hoffe, der Matty, der bemerkt das nicht allzu bald. Aber er hat schon, man muss ihm anrechnen, er hat ja, glaube ich, in letzter Zeit schon was gebaut. Gut, so. Nächster Teil meines ultra-bösen Planes. Oh yeah. Wir erinnern uns doch alle an diese wunderbare Fallgrube, wo der Herr Zenitora sich doch so richtig schön siegessicher gekloppt hat. Hier wird keiner einbrechen. Stimmt. Naja, abgesehen von diesen Hühnern hier. Damit du wenigstens auch mal jemanden hast, den du in der Fallgrube bewundern kannst. Oh, sind die knuffig. Oh Mann, und man kann sich hier einfach wunderschön entlang sneaken, aber Wayne. So, Kuchen sagt die Wahrheit. Ach, da war wohl dein liebes Scully wieder mal zu Werke hier. Komm, machen wir noch ein paar Schilder hier hin.
Ach, darüber freut er sich doch, der gute Matty, ich weiß. Dann müssen wir natürlich hier an ganz vielen schönen Stellen was verstecken. Oh, schaut mal, da unten ist eine Taverne und das Schild hängt noch leider da. Das, also was heißt hier leider? Das habe ich ja wundervoll mit Liebe hin platziert. So, ein paar weitere Anspielungen hier. Ja. So, dann mal richtig geschrieben, damit er es auch versteht. Und ja, ach, da haben wir auch noch jede Menge Schilder vom letzten Mal. Ja, der Herr Medbaron, der ist schon gebeutelt, der hier. Irgendwie bin ich gerade nicht so kreativ, was die Schilder angeht, aber naja. Man kann nicht jeden Tag kreativ sein. So, ja, der war auch hier. So, eine Minute, bis wir wieder sichtbar werden. Ja, das hat schon so einen Vorteil, wenn man Alchemist ist. Aber der gute Herr Medbaron, der hätte ja auch mal ein bisschen beleuchten können. So. Nur für den Fall der Fälle. Aber hier ist komischerweise. Scheiße, die hätte ich beinahe vergessen. Okay, jetzt hättest du mich beinahe gehabt, Matty. Das gebe ich jetzt sogar ehrlich zu. Ja. So, Vorfull war hier. Ja, das hättest du nicht geraten, Matty, ne? Du wirst so oder so mein Video sehen. Ich kenne dich doch, garantiert. Dann wirst du dich wundern und sagen, oh nein, was habe ich nur getan? Ja. Ja, hässlich mal mit Ö geschrieben. So, gut. So, was haben wir noch im Repertoire? Ach, stimmt. Ja, Bin ich jetzt noch so gemein? Ja, komm. Aber nee, das lohnt sich nicht. Schade. Schade, weil ich hätte jetzt gerne noch so einen Riesenpilz hier hingezaubert. So einen richtigen Scumbag-Pilz. Wie beim letzten Mal. Aber, ja, hast nochmal Glück gehabt, Matty. Dass ich das Knochenmehl vergessen habe. Das war wirklich ein Fehler gewesen. Gut. Ja. Dann hätten wir auch dieses Mal erfolgreich mal wieder Medbaron getrollt. Perfekt. Dann tun wir aber nochmal, weil wir nett sind, anderen Trollen hier mal das Ganze erschweren. Sollten die versuchen, hierher zu kommen. Gut. Perfekt. Ich meine, es wäre ja auch nur langweilig, wenn wir uns hier einfach so hochdörten können und so. Und das will der ganz liebe Mensch ja nicht. Hier hätte ich noch ein Schildfläschchen. Aber egal. Egal. So. Dann springen wir noch hier rüber. Ja. Perfekt gelandet hier. Und damit wäre Mad Doctors Arbeit auch beendet. Ich gebe zu, ich hätte zwar gerne jetzt mein ganzes Redstone-Repertoire gezeigt, aber. Ja, war wohl leider nicht. Vielleicht bei der nächsten Trollaktion, Matty. Weil ich meine, ich kann noch mehr außer TNT zünden. Siehst ja selber hier ein kleiner Vorgeschmack. Ich habe hier Tränke und dergleichen. Also lass dich, wenn du mir beim nächsten Mal begegnest, zurück mal verzaubern. Und vielleicht sehen wir uns auch mal in so einer kleinen Versus-Runde oder so. Ich weiß ja nicht. Falls du mal sowas vorhast oder so. Da sollst du dich von mir in Acht nehmen. Ich verwende auch gerne mal das Feuerzeug. Ja, und alles Mögliche, was mit Redstone und Alchemie zu tun hat. Also, Medbaron, hüte dich. Du bist nicht der einzige Troll hier auf diesem Server. Bis dann, Leute.